So Leute, 11 Uhr morgens, früh in den Tag gestartet. Heute wird ein schöner Tag, denn wir holen unseren Anhänger wieder ab. Sunny hat ihn foliert, ich bin super gespannt. Es sind minus 7 Grad draußen, wir haben die Standheizung vom Cayenne mal angeschmissen. Und ja, nehmt euch heute ein bisschen mit. Es ist wirklich eine ehrliche Reaktion heute, denn ich habe das Ding noch nicht gesehen. Sunny hat mir bewusst noch keine Bilder geschickt, ich habe nur eine Visualisierung gesehen. Und ich bin mega gespannt. Er wird auf jeden Fall schwarz mit einem geilen Design drauf, das kann ich schon mal verraten. Also. Warte mal. Guck mal hier, das ist, weil es zu früh ist, 11 Uhr, Schlüssel drin stecken lassen. Kann so bescheuert sein. Guck mal hier, das sieht auch geil aus. JB. Was ist das denn? Und Scheiben, Alter. Ja, ein Besen. Ja, aber zum Schnee abwägen. Ja, tipptopp. Hat verlängert den Stiel, alles. Alter, ey. Das geht auch nicht mehr als Werbegeschenk durch. Und Scheiß, das Auto hier ist wirklich Holzklasse gegen den Maybach. Es fühlt sich an wie ein Polo. Das ist so krank. Das klingt so dicker, ey. Aber es ist wirklich so. Der hat ja nicht diese Sport- oder die großen Sitze hier. Der sitzt hier wie auf so einem Klappstuhl, ey. Wirklich. Oh Gott, ist das dicker nett. Euer Handy ist aus übrigens. Wir sind im wunderschönen Ottersberg. Mit ganz viel Raureif. Das ist so romantisch. Das ist so romantisch. Ich habe gerade schon gesagt, das ist so quasi der Tiefschnee des Nordens, Norddeutschlands. Wir freuen uns über Raureif, weil wir keinen Schnee kriegen hier, diese Scheiße. Hier, steht er draußen? Er steht draußen. Oh oh. Er steht draußen. Zeig ihn noch nicht. Er sieht so fett aus. Zeig's noch nicht? Nee. Boah, Digga, das ist ja geil. Yeah. Ist krank. Alter, das passt auch gerade richtig gut mit dem Eis und so. Oh, ist das geil, Mann. Das sieht gut aus, oder? Das sieht ja so fett aus. Es war genau richtig, das so clean zu machen. Geile Arbeit. Geil, vor allem, das ist jetzt voller Eis, ne? Was meinst du, wie das schockt, wenn das richtig glänzt? Digga, krank. Das ist ja sowas von geil. Vor allem jetzt, wir haben gerade schon gesagt, jetzt das Eis da drauf und so, das wirkt ja jetzt nicht mal so richtig glänzend. Nee, das ist mega glänzend. Oh, ich bin hin und weg. Das ist einfach so gestört. Ich finde gar keine Worte. Wir müssen das Ding jetzt einfach zeigen, oder? Hau rein. Was haben wir gemacht? Wir haben letztendlich, muss man ja ganz klar sagen, wir haben unsere Website auf den Trailer gebracht. Das ist ja das Geisteskranke. Unsere Website, wenn ihr die neue Website mal gesehen habt, ist ja auch ganz häufig mit diesen 3D-Render, weil das ist kein Bild, sondern es ist ein 3D-Render. Wir haben uns jetzt den 296 GTB rausgesucht, weil neuester Ferrari ist ein bisschen, sieht man nicht an jeder Ecke, ne? Der wird jetzt erstmal so schnell nicht alt. Also haben wir gedacht, ist ein cooles Auto, ich mag das Design von dem Auto. Und dieses Bild findet ihr 1:1 auf der Website. Nur in einer anderen Position, glaube ich. Ja, und das Geile ist, der Druck hat dadurch natürlich auch keine Pixel oder so. Ne? Da haben wir natürlich... Qualität war mega. Haben wir uns nicht lumpen lassen. Auch das ist geil, dass es hier so scheint. Ne? Das leuchtet ja so richtig raus. Da haben wir natürlich auch jede Genehmigung für dieses Ferrari-Zeichen. Aber auch das Design. Wir haben dann überlegt, okay, wir hatten dann erst dieses Auto da drauf. Und dann haben wir überlegt, was machen wir noch dazu? Und wir haben ja... Das ist ja extra, hast du ja nachträglich draufgeklebt. Ja, ist oben drauf, ja. Weil wir gesagt haben, okay, wenn wir die Schrift noch mal ändern müssen oder so, dann haben wir eben die Möglichkeit, das noch mal wieder abzuziehen. Wobei Sören sagt, so einfach ist es dann doch nicht. Da hast du teilweise Rückstände und so. Könnte man was beschädigen, ja. Genau, das hier war tatsächlich schon vom Vorbesitzer dieser Schaden. Da bin ich nicht gegen gefahren. Das war auch nicht mitten in der Nacht von einem Hotel übermüdet. Da bin ich nicht an so einer Betonmauer hängen geblieben, sondern das habe ich leider so gekauft. Da müssen wir nochmal dran. Du. Die Scheiße von den anderen wieder gerade ziehen. Ja, wenn wir vorne rumgehen. Ja, vorne rum. Gut. Auch krank. Einfach. Manchmal kann es so einfach sein. JB Motors Logo. Fertig. Und eigentlich die Seite sieht noch geiler aus. So, ich finde, hier passt es einfach. Ja klar, weil in Fahrtrichtung. Hätte man das nicht spiegeln können auch? Das ist ja Spiegel, ne? Oh Gott. Sonst wäre es ja nicht auf beiden Seiten hinten, sonst hätten wir das Fahrzeug ja hier und dann hätte das gar nicht mehr gepasst. Stimmt. Hm? Manchmal einen richtigen Hass auf mein Telefon. Ja. Mein Telefon, das musst du mir ich nicht schmeiß das einfach manchmal weg. Hier, guck mal, es bimmelt, seitdem wir... Ja, Jan Hermann, okay, das kann auch nicht wichtig sein.
den drücke ich weg, aber eben. Ich finde, das hängt mega mit diesem. Ja. Mit dem Edelstahlteil. Finde ich mega schick. Find ja, finde ich auch geil. Gut. Ja. Auch mit der Website hinten perfekt. Die Leute wissen Bescheid. Auch die Zähne nicht zu viel. Ich finde das auch gut. Ich freue mich richtig. Ich finde es richtig geil. Jetzt müssen wir nur ein gutes Plätzchen noch finden. Hast du noch Platz in deiner Halle zum Einlagern? Wollen wir mal reingucken? Ja, die 2019er KDM hat für mich leistungstechnisch einfach nicht mehr ausgereicht. Ich war da einfach am Limit unterwegs und die Leistung, da hatte ich einfach Lücken. Ich vom fahrerischen Können habe das Motorrad einfach ausgereizt. Dementsprechend habe ich jetzt gesagt, Sören, besorgt mir eine neue Kiste, brauche ich ein neues Moped. Nee, leider nicht. Das ist Sörens neue Kiste hier, nagelneues Moped. Und Sören will mir die ganze Zeit für mein Wohnzimmer noch ein anderes schönes Schmuckstück verkaufen. Kann ja fast nicht nein sagen. Die ist älter wie wir. Die ist ja von so 89. Geil. Die ist komplett neu aufgebaut. Ja. Alles. Alles neu, ne? Ja, Fußrasten fehlen noch und Bremse, liegen da aber. Ansonsten ist wirklich alles neu. Ich finde das so sexy, das Teil. Da könnte man natürlich auch ein JB Motors Dekor aufmachen, oder? Ah, und ist das pulverbeschichtet alles hier? Ja. Das ist ja jede Dichtung neu. Alles neu. Ist alles Zylinder. Also Zylinder neu. Neu geholt, oder? Ja, ja. Da ist ja eine Buchse drin, der ist einfach wieder auf Maß gehohnt. Ja. Schon fett. Fahrwerk, alles, alle Lager. Ich hätte schon Bock. Jedes Lager im Federbein. Die Federbeine sind alle überarbeitet. Sind auch so, dass man damit fahren kann. Also aber die Gemeinde hat gerade 9.000 Euro Rechnung gestellt für den Bauantrag. Ein Pleiter. Ja. Statik, muss ich bezahlen. Brandschutz. Also ich könnte mir die schon gut vorstellen, auch im Showroom, oder? Das Ding mit einem JB Motors Design. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das Ding kaufen sollen oder nicht. Oder halt bei dir oben dann in der Wohnung. Sören gleich nachher in den Kommentaren kaufen mit seinen 6 Accounts. ja, nee, muss ja nicht verkaufen, aber würdest sie natürlich gerne in gute Hände bringen, oder? Ich würde sie sonst nicht verkaufen. Nee? Nee. Also bin das ich der steht einzige, eigentlich nicht zur Warte. Exklusivkäufer. Das ist. Genau. Ich schicke mal nachher so einen Testkäufer vorbei hier. Ja. Gucken wir mal. Dann hätte ich ja, deutlich weniger. Ich habe ja natürlich die Hoffnung, dass ich hier nochmal fahren kann. So hier ja, steht. Gefahren wird die dann nicht. Die kann ich, das bei mir liegt ja schon das nächste Projekt. Also so ist ja, ach so. Das ist die gleiche Kiste? Ja. Nein, ist nicht das gleiche. Nein. Das ist eine KTM, eine SXS. Gibt es nur ganz wenige von. Ja, okay, das natürlich, passt ja auch besser in deinen Bestand. Ja. Hier steht noch ein schöner McLaren. Das ist auch ganz interessant, das können wir mal so ein bisschen anteasern. Das ist von einem Kumpel, der hat den leider, also war nicht seine Schuld, der war auf der Autobahn, ist ihm nach hinten drauf gefahren. Und dann ist er, glaube ich, hier mit in die Leitplanke gerutscht, oder? Ja. Ja, guck mal, hier siehst du den Schaden noch. Das können wir nur mal so ganz grob. Wir wollten eigentlich noch mal ein Video drüber machen, wie so ein Unfall bei so einem Supercar aussehen kann und wie teuer das auch wird. Und hier hinten ist natürlich der Hauptschaden. Das zeigen wir auch nicht. Nee? Zeigen wir erst im nächsten Video? Ah, es ist schon interessant. Es ist schon interessant. Aber ja, das werden wir nochmal machen. Dann drehen wir nochmal ein Video drüber. Das ist echt krass. Vor allem, wenn ihr hört, was da rausgekommen ist an Reparaturkosten. Das ist absurd. Wirklich. Das ist wirklich. Was, nur mal ganz kurz, ein kleiner Teaser. Was kostet dieses Carbon-Teil hier? Weißt du das noch? Ja. Sag mal. 9, glaube ich, ne? 9 Mille. Aber ganz ehrlich, das ist komplett bescheuert. 9.000 Euro für dieses Teil. Wirklich, da könnt ihr euch vorstellen, da hinten ist alles kaputt. Was das für ein Schaden. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr meint, wie hoch dieser Schaden ist. Und dann gibt es im nächsten Video mal eine ausführliche Erklärung, wie sich sowas zusammensetzt. Der Gewinner, der dir genau so eine tippt, darf mit diesem Fahrzeug Probe fahren. Das wird schwer. Der darf sich mal reinsetzen. Geht er da? Oh, hier. Gehen die auf? Ja. Ist nicht verzogen oder so? Nee. Ich habe ja auch auf das Auto geboten. Auch gut. Zurück im Fahrrad hast du noch gar nicht gesehen. Ja, Gebot habe ich schon mal abgegeben. Ja, ich meine, klar, die Teile hier sind da schon Geld wert an dem Auto. Krass. Kein Airbag, und ein Gurtstraffer. Ja. Aber das gibt es dann im nächsten Video. Ne? Sunny hat hervorragende Arbeit geleistet. Also rund um Folierung. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Da ist euer Mann da hinten. Ja, das Resultat ist geil. Ihr habt ihn jetzt gesehen, den Hänger. Damit werden wir das Service-Level auf das nächste Level bringen. Oder wie sagt man? Keine Ahnung. Und ja, wir würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Eins der nächsten Videos wird auf jeden Fall über diesen McLaren gehen. Seid gespannt, bleibt dran und bis dann. Ganz genau. Und das bin ich, Ihr Partner für exklusive Sportwagen. Sportwagen, ist das eigentlich eine Mehrzahl von Sportwagen? Nein. Sportwagen, nee, Sportwagen. Also Leute, crazy story. Wir haben gestern das Video gedreht über unseren neuen Trailer, der wunderschön ist, wie ich finde. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Gerade in der Sonne kommt er hervorragend zur Geltung.
Und dann war ich im Anschluss, bin ich direkt nach Hamburg gefahren. Ihr habt es gesehen, wir sind in den Maybach gestiegen und hatten einen schönen Termin in Hamburg mit Mickey. Grüße gehen raus, ein geiler Typ. Und er hat ganz spontan einen Ferrari gekauft. Welcher Ferrari könnte das wohl sein? Unser wunderschöner F8 ist verkauft. Das kann doch nicht wahr sein. Das Ding war ein Tag im Netz. Und er hat das Inserat eigentlich nicht mal gebraucht. Ich habe den wirklich auf dem Weg dahin ins Internet gestellt, bei Mobile online gestellt. Und er sagt mir im Nebensatz, wir waren wegen einer ganz anderen Sache da. Achso, Jerome, den F8, wie wollen wir das denn jetzt eigentlich machen? Soll ich dir jetzt schon mal ein bisschen Geld überweisen? Ja, und dann war das Ding durch. Das heißt, ich bringe ihn jetzt gleich nach Hamburg. So, das Ding geht jetzt nach Hamburg. Ich nehme was Wunderschönes in Zahlung. Da werde ich euch, oder werden wir euch updaten. Das ist was ganz Geiles. Ich kann mal zwei Sachen sagen. Ein Audi und limitiert einer von 99 Stück. Ich glaube, Audi-Kenner könnten es jetzt schon erraten. Seid gespannt. Also, bis zum nächsten Mal bei JB Motors.